Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie heute zum mittlerweile 11. Webinar begrüßen. Letzte Woche, vielleicht noch ein kleiner Rückblick, gaben uns Gabi Eder und Peter Illich vom FH Technikum und von der OFI den Vortrag Kraftwerke in der Gebäudehülle, bauwerksintegrierte Photovoltaik mit den Themen Gewinner und Nominierte des BIPV Awards 2020. Was versteht man unter BIPV? Welche Möglichkeiten und Potenziale gibt es? Dieses und alle anderen Webinare können Sie natürlich auf unserer Homepage nachschauen. Heute haben wir das 11. Webinar in unserer Vortragsreihe zum Thema Service, Wartung und Inbetriebnahme von PV- und Speichersystemen. Unser Vortragender dazu heute ist der Herr Ingenieur Thomas Becker. Herr Becker ist Geschäftsführer der ATB Becker Photovoltaik GmbH. Das Unternehmen beschäftigt sich mit den Themen Photovoltaik und Speicher seit 1986 und zählt damit zu den Pionieren der europäischen PV-Branche. Er ist seit 2006 Vortragender in zahlreichen Ausbildungen, Studiengängen zum Thema Photovoltaik, Speicher und Energiemanagement. Er ist außerdem Mitglied des ÖVE Technischen Komitees E03 und Leiter der Arbeitsgruppe 4, welche Speicher, Mini-Grids und Off-Grid-Systeme bearbeitet. Herr Becker gestaltet als Vorstandsmitglied des Bundesverbands Photovoltaik Austria die Agenten des PV-Verbands aktiv mit. Und darüber hinaus ist er Mitglied des Beirates des Clusters Erneuerbare Energie des Standorts der Standardagentur Tirol, der Montanuniversität Leoben. Guten Morgen, Herr Becker, hallo Thomas. Schönen guten Morgen. Hallo, schön, dass du da bist. Gerne. Mein Name ist Niklas Fussnecker. Ich bin bei Photovoltaik Austria für den Bereich Technik und Energiewirtschaft zuständig und moderiere heute für Sie dieses Webinar. Noch kurz zu unserem Vorstand, Verband, Entschuldigung. Wir sind die Interessensvertretung für Photovoltaik und Stromspeicher in Österreich. Wir machen Konferenzen, Tagungen, stellen Kontakt mit Politik in Bundes- und Landesebene, Netzbetreiber, Institutionen und anderen Verbänden her und versuchen ganz generell die Rahmenbedingungen für Photovoltaik und Speicher in Österreich zu verbessern. Noch an unser, würde Sie nur gerne auf unser Photovoltaik- und Speichertagung aufmerksam machen. Diese ist am 2. bis 3. Dezember und diese kann entweder online oder in Person im Stadion besucht werden. Sie können sich dadurch oder hierzu bereits unter dem Link pvaustria.at Fachtagung PV und Speicher anmelden. Der Ablauf heute ist wie immer der gleiche. Wir werden dieses Webinar aufnehmen. Und Sie können dieses im Nachhinein wieder auf unserer Webseite anschauen. Sie können auch während des Webinars in unserer Fragebox Fragen hineinstellen. Ich werde diese dann sammeln und zum Schluss nach dem Vortrag von Thomas Becker dann an ihn stellen. Der Dank gilt an unseren Sponsoren, ohne die dieses Webinar nicht möglich wäre. Vorne mit dabei Energy 3000, Fronius und IVIC Solar. Falls Sie Informationen zu diesen Unternehmen suchen oder einfach Kontaktdaten brauchen, können Sie dies auf unserer Webseite webinare-pv-speicher finden. Noch ein kleiner Ausblick auf kommende Webinare. Nächste Woche haben wir das Thema Sonnenstrom für alle, Eigenverbrauchsoptimierung in Einfamilienhaus und die Woche darauf das Thema Sonnenstrom ohne finanziellen Aufwand, rechtliche Rahmenbedingungen des Contracting-Modells. So, das wäre schon von meiner Seite. Nun übergebe ich nun dir die Steuerung, Thomas, und wir können mit deinem Vortrag beginnen. Okay. Ja, vielen Dank, Nikolas. Schönen Vormittag auch von meiner Seite. Warten wir noch auf die Folien. Kannst du schon weiter drücken oder noch nicht? Nein. So, versuch's jetzt nochmal bitte. Nein. So. Und jetzt nochmal bitte. Ja, super. Okay, perfekt. Ja, dann lassen wir es gleich losgehen mit dem Thema Inbetriebnahme, Service und Wartung von PV-Anlagen und Speichern. Ein relativ umfangreiches Thema in relativ kurzer Zeit. Deswegen werden wir uns auch gar nicht lange aufhalten und gleich starten und schauen uns mal an als erstes die rechtlichen Grundlagen. Auf was muss man aufpassen? Welche Vorschriften, welche Gesetze spielen da in dieses Thema mit hinein?
Und kümmern wir uns mal um den Begriff der Wartung. Und da gibt es tatsächlich in der DIN 31051 die Definition dieses Begriffes. Das heißt, da versteht man unter Wartung Maßnahmen zur Verzögerung des Abbaus des vorhandenen Abnutzungsvorrates der Betrachtungseinheit. Und da geht es also wirklich darum, dass man versucht, über regelmäßige Wartung die Betriebsintervalle eines Systems, auf das nicht näher eingegangen wird, zu verlängern und die Lebenszeit also damit auf ein mögliches Maximum zu bringen. Das heißt, auf der einen Seite geht es darum, mit dem wirtschaftlichen Aspekt im Hintergrund, dass man die Betriebsdauer des Betriebsmittels verlängern kann, aber natürlich auch, und das ist die Priorität 1, die Betriebssicherheit zu erhalten. Welche Normen und Gesetze spielen damit hinein in der Photovoltaik und im Speicherbereich? Natürlich einmal das Elektrotechnikgesetz und die Elektrotechnikverordnung. Dann werden wir schon spezifischer und gehen in die Elektrotechniknormen hinein und dann natürlich jetzt noch relativ neu die Nachfolgenorm der 8001, der großen Elektrotechniknorm, nämlich die neue 8101. Da findet man dann zum Beispiel im Teil 6 alles, was man zu dem Thema Erstprüfung von elektrischen Systemen braucht. Man findet im Teil 6 dann aber auch alle Punkte, die man berücksichtigen muss, um wiederkehrende und außerordentliche Prüfungen durchführen zu können. Da gibt es immer wieder die Diskussion, was gilt, 8001 oder 8101. Die 8001 ist ja noch gesetzlich verbindlich erklärt. Aber es gibt eine ganz klare Stellungnahme dazu, dass wenn man nach dem Stand der Technik arbeiten möchte, sich an die Regeln der 8101 halten muss. Und es wird auch in der neuen Elektrotechnikverordnung hier eine Änderung geben, dass eben die 8001 nicht mehr als verbindlich dargestellt wird, sondern die 8101 diese Rolle entsprechend übernehmen wird. Man findet dann auch die entsprechenden Punkte zum Anlagenbuch und zu den Prüfberichten. Und für die Photovoltaik ganz spezifisch gibt es dann noch die ÖNORM EN 62446. Da werden tatsächlich die Prüfabläufe von Photovoltaiksystemen beschrieben. Ergänzend dazu natürlich die technisch-organisatorischen Richtlinien und die DAEV als Vorgaben hinsichtlich der Netzschnittstelle. Welche Parameter müssen zum Netz eingehalten werden? Wie muss der Zählerverteiler ausschauen und dergleichen? Ja, im Elektrotechnikgesetz ist es auch relativ klar in Paragraph 3 definiert. Elektrische Betriebsmittel und elektrische Anlagen sind innerhalb des ganzen Bundesgebietes so zu errichten, herzustellen und instand zu halten und zu betreiben, dass ihre Betriebssicherheit, die Sicherheit von Personen und Sachen, ferner in ihrem Gefährdungs- und Störungsbereich der sichere und ungestörte Betrieb anderer elektrischer Anlagen und Betriebsmittel sowie sonstiger Anlagen gewährleistet ist. Das heißt, das Gesetz verpflichtet uns, elektrische Anlagen so auszuführen, dass sie eben sowohl für Objekte als auch Menschen keine Gefahr darstellen. Und das ist ein wesentlicher Punkt. Die Photovoltaik- und Speichersysteme sind natürlich elektrische Anlagen, Speicher unter Umständen auch elektrische Betriebsmittel. Und damit sind wir gesetzlich schon einmal so verpflichtet, die so zu errichten und im laufenden Betrieb so unter Kontrolle zu halten, dass keine Gefahrenpotenziale entstehen. Das kann teilweise durch automatisierte Routinen im System selber passieren. Teilweise werden wir dann später sehen, müssen wir tatsächlich auch messtechnisch Dinge überprüfen. Ja, wir fangen einmal an. Wir bauen eine Photovoltaikanlage oder installieren ein Speichersystem. Und wenn wir damit fertig sind, müssen wir uns mit dem Thema Erstprüfung auseinandersetzen. Das ist also in der Norm so definiert, dass wir, bevor wir ein System in Betrieb setzen, dieses System einer Erstprüfung unterziehen. Das steht in der 8101 im Teil 6 drinnen, das steht aber auch in der EN 62446 drinnen. Es gibt dazu bundeseinheitliche Prüfbefunde, sowohl für Photovoltaikanlagen als auch für Speichersysteme. Manche Hersteller fordern das entsprechend.
Oder auch die Förderstelle möchte einen Nachweis, dass die geförderte Anlage entsprechend überprüft wurde. Wir führen damit den Nachweis, dass dieses System den Errichtungsbestimmungen entspricht und dass die Schutzmaßnahmen funktionieren. Das heißt, auch wenn Fehler im System entstehen, zum Beispiel im elektrischen System hat man immer dieses dreistufige Sicherheitskonzept, Basisschutz, Fehlerschutz und Zusatzschutz. Wir können damit den Nachweis führen, dass diese Schutzmaßnahmen tatsächlich funktional in Ordnung sind. Manchmal ist es aber so, dass die Forderung nach einer Erstprüfung eben nicht von gesetzlicher oder normativer Seite kommt, sondern auch manche Hersteller sagen, du kannst deine Garantie für ein Speichersystem, für einen Wechselrichter oder irgendeine andere Komponente nur dann aktivieren, wenn du uns einen Nachweis zur Prüfung übermittelst. Das heißt, da gibt es dann Prüfprotokoll, wo herstellerspezifische Prüfanforderungen definiert sind. Und das muss man entsprechend ausfüllen und an den Hersteller senden, sodass dann zum Beispiel die Garantie für ein Speichersystem oder einen Wechselrichter seitens des Herstellers aktiviert wird. Oder eben die Förderstelle, die sagt, wir wollen nur ordnungsgemäß errichtete Systeme fördern und fordern damit bei dem Hochladen der entsprechenden Unterlagen, wenn man dann die Förderung abholen möchte, entsprechendes Prüfprotokoll. Ja, was steht jetzt in diesen verschiedenen Normen drinnen? In der 8101 im Teil 6 findet man mal einen Abschnitt, in dem ähnlich wie im Elektrotechnikgesetz definiert wird, dass jede elektrische Anlage, bevor sie das erste Mal in Betrieb genommen wird, geprüft werden muss. Und das kann für einzelne Anlagenabschnitte gelten, das kann für die gesamte Anlage gelten. Man muss dann immer differenzieren, ist das eine Anlagenerweiterung oder ist das eine komplette Neuerrichtung? Ist sie Teil einer größeren elektrischen Anlage? Beeinflussen wir diese größere elektrische Anlage mit dieser Erweiterung? Müssen wir vielleicht die Bestandsanlage deswegen noch einmal mitprüfen? Ja, nein. Das muss man sich also sehr genau anschauen. In der Photovoltaik ist es meistens so, ist es eine Anlage, die zur Volleinspeisung dient, dann ist es ein System für sich. Ist es ein System, das einen Eigenverbrauchsanteil mit abdeckt, dann ist es Teil einer bestehenden Anlage und man muss sich schauen, ob man die restlichen Anlagenteile im Zuge der Erstprüfung mitprüfen muss. Was da zum Beispiel gefordert wird, ist, dass man Isolationswiderstände der Leitungsanlage dann zum Beispiel prüfen muss, einer bestehenden Anlage oder dergleichen. Die Erstprüfung muss von einer Elektrofachkraft vorgenommen werden, die zur Durchführung von solchen Prüfungen fachkundig ist. Und das ergibt sich auch relativ schnell aus der 8101 aus dem Teil 7, in dem die photovoltaikspezifischen Punkte beschrieben werden. Dort wird ziemlich am Anfang schon beschrieben, dass man auf der DC-Seite immer davon ausgehen muss, dass das System unter Spannung steht. Und das heißt, Eingriffe, Messungen und dergleichen in einem unter Spannung stehenden System ist einfach dem Elektriker vorbehalten. Das Thema Prüfen beinhaltet eben alle Tätigkeiten, mit denen festgestellt werden kann, ob die Ausführung der elektrischen Anlage den entsprechenden Bestimmungen entspricht. Das besteht, diese Prüfaktion besteht einerseits aus dem Besichtigen, wo man Sichtprüfungen von gewissen Anlagenteilen durchführt und dann dem tatsächlichen Erproben und Messen, wo ich also im System entsprechende Parameter festhalten muss. Das Ergebnis kann sein, alles gut und wir bekommen einen positiven Prüfbefund oder wir finden Mängel und es muss eine entsprechende Mängelliste geben und diese Mängel müssen behoben werden oder der Kunde muss sich darum kümmern, dass diese von jemand anderem behoben werden. Es ist ja nicht immer so, dass der Errichter auch gleichzeitig der Prüfer ist, vor allem bei größeren Systemen, bei Ausschreibungen und dergleichen ist es oft so, dass der Errichter nicht die Anlage prüft, sondern dass man dann einen Gutachter die Anlage entsprechend abnehmen lässt. Und dieser Gutachter erstellt dann eine entsprechende
Mängelliste, wenn er Mängel findet oder eben einen positiven Prüfbefund. Im Teil 6 gibt es eben eine Matrix, wo man sieht, welche Prüfungen durchzuführen sind. Das beinhaltet die Prüfung auf der AC-Seite, vom Wechselrichter bis zum Hausanschluss. Was passiert, wenn wir tatsächlich Mängel finden im Zuge einer Prüfung? Dann ist man automatisch gegenüber dem Endkunden in der Warn- und Hinweispflicht drinnen. Das heißt, da muss ich natürlich den Kunden auch auf Punkte darauf hinweisen, dass durch die Installation einer Photovoltaikanlage der Bestandsschutz der restlichen elektrischen Anlage verfallen kann und damit natürlich auch weiterführende Tätigkeiten notwendig sind, die den Rest der Anlage auf den aktuellen Stand der Technik bringen. Und bei der Erstprüfung muss dann ein entsprechendes Anlagenbuch erstellt werden. Wie macht man jetzt diese Erstprüfung? Beschrieben wird es eigentlich am besten in dieser ÖVE ÖNORM EN 62446. Die heißt oder die hat den Titel Netzgekoppelte Photovoltaiksysteme, Mindestanforderungen an Systemdokumentation, Inbetriebnahmeprüfung und Prüfung. Und jetzt muss man mal da festhalten, wir reden da von Mindestanforderungen. Und das Dramatische an der ganzen Sache ist, wenn man zu einer bestehenden Anlage hinkommt und den Endkunden über eine Dokumentation befragt, dann sieht man in der Regel viel, viel weniger, als diese Mindestanforderungen hier tatsächlich definieren. Was steht denn da jetzt alles drinnen? Im Punkt 4 geht es in den meisten Normen immer dann ans Eingemachte, wo dann tatsächlich die normativen Definitionen drinnen sind. In Punkt 1, 2, 3 sind normative Verweise und die Zieldefinition dieser Norm meistens beinhaltet. Und in Punkt 4 geht es eben meistens an den tatsächlichen Inhalt. Und hier wird gefordert, wir brauchen mal grundlegende Systemdaten. Das kriegt man in der Regel noch relativ leicht hin. Da steht drinnen, was ist das für ein Projekt, wie groß ist das, also welche Leistung haben wir da, welche PV-Module und Wechselrichter wurden dort verbaut, also Herstellermodul, Modell und Anzahl. Wann wurde das Ganze installiert und wann wurde das Ganze in Betrieb genommen? Wer ist der Kunde und wenn der Standort der Anlage abweichend ist, dann auch noch der Anlagenstandort. Das ist also relativ leicht in der Dokumentation zu hinterlegen. Weiters braucht man Angaben zum Systementwickler, das heißt, wenn es einen eigenen Planer dafür gegeben hat, die Daten zum Planer und dann die Angaben zum Systeminstallateur. Das kann natürlich eine Personalunion sein, dass ein Errichter auch gleichzeitig das System geplant hat. Aber wenn das abweichend ist, dann brauchen wir hier zweimal die Kontaktadressen und Kontaktdaten der jeweiligen Unternehmen. Dann braucht man einen Stromlaufplan. Das ist schon etwas, was man in der Praxis sehr oft nicht findet. Viele glauben, dass ein Blockschaltbild aus dem PV-Sol ein Stromlaufplan ist. Dem ist nicht so. Es muss nicht immer ein allpoliger Stromlaufplan sein, aber zumindest ein einpoliger Stromlaufplan. Und in diesem Prinzipschaltplan sollten die folgenden Angaben drinnen sein. Und das sind wieder Mindestanforderungen. Ich erinnere an diese Definition Mindestanforderungen. Die Daten zum PV-Generator. Welche Module, wie viele, wie viele Stränge und wie viele Module pro Strang. Dann den PV-Strang selber definieren. Das heißt, welche Leitungen wurden dort verwendet, Querschnitte und Type. Dann die ganzen Überstromschutzeinrichtungen, sofern vorhanden. Wir brauchen ja nicht immer Strangsicherungen, aber wenn welche da sind, dann muss das definiert werden. Sollten Strangdioden bei älteren Systemen eingesetzt worden sein, dann sind diese anzuführen. Dann elektrische Einzelheiten des PV-Generators. Das heißt, welche Hauptkabel wurden verwendet? Wo sind die Anschlussdosen, also die Generatoranschlusskästen? Wo und welche Gleichspannungsisolatoren wurden eingebaut? Dann die Überstromschutzeinrichtungen des PV-Generators. Also alles, was mit dem Thema Überspannungsschutz zu tun hat. Und nicht nur, es gibt einen Überspannungsableiter, sondern wo ist der, welche Type und wie ist der bemessen. Dann jede Menge Punkte zum Thema Erdung und Überspannungsschutz. Das heißt, wo wurden Potentialausgleiche hergestellt, Potentialausgleichsverbindungen hergestellt.
wie sind die zusammengeführt? Sind die sternförmig? Sind die in einer Kette? Dann alle Einzelheiten zur Anbindung an ein LPS, also an ein Blitzschutzsystem, wenn man das gemacht hat. Das muss man ja nicht immer machen, wenn ein Blitzschutz vorhanden ist. Aber wenn man die Anlage in den Blitzschutz integriert, dann Definition wo. Die Überspannungsschutzeinrichtungen entsprechend in der Dokumentation aufführen. Dann sind wir auf der Wechselstromseite. Wo gibt es auf der Wechselspannungsseite entsprechende Isolatoren? Wurde ein Überspannungsschutz auf der Wechselstromseite eingebaut? Und sind Leitungsschutzschalter oder Fehlerstromschutzeinrichtungen für die PV-Anlage installiert worden? Dann die Datenblätter der verwendeten Komponenten. Und dann entsprechend konkrete Betriebs- und Wartungsvorgaben. Das heißt, was muss getan werden, wenn die Anlage ausfällt? Wie kann der Endkunde die Anlage abschalten, eine sogenannte Notabschaltung, oder auch eine Wiederinbetriebnahme? Und da reicht es nicht, dass man dem Endkunden ein Wechselrichter manuell in die Hand druckt und hofft, dass er irgendwo findet, dass am Gerät irgendwo ein DC-Hauptschalter integriert ist, sondern man muss ihm ganz klar für seine technische Anlage das auf einer DIN A4-Seite zusammenschreiben, im Hauptverteiler bitte Sicherung F33 ausschalten plus DC-Hauptschalter angebracht am Wechselrichter im Abstellraum im Keller auf Stellung 0 bringen oder an DC-Hauptschalter im Dachboden entsprechend trennen, sodass er wirklich für seine Anlage weiß, wie kann ich das Ding einschalten und wie kann ich das Ding ausschalten. Dann die Wartungsvorgaben und Empfehlungen, wenn da irgendwas sein sollte. Man kann zum Beispiel die Vorgabe machen, dass man einmal im Jahr die Lüfteröffnungen oder Kühlkörper des Wechselrichters reinigt. Dann die Überlegungen hinsichtlich der zukünftigen Arbeiten am Gebäude, die sich auf den PV-Generator auswirken können. Das heißt Hinweise, was da zu beachten ist. Und wenn es nur der Hinweis ist, bitte bei Umbauarbeiten am Dach die entsprechende Errichterfirma kontaktieren mit den entsprechenden Kontaktdaten. Dann die Gewährleistungs- und Garantieangaben für PV-Module und Wechselrichter und Angaben über die zutreffende Ausführungsqualität oder eben Angaben zur Schutzart von Wechselrichtern, die IP-Klasse und dergleichen. Und in Punkt 4.7 geht es dann an die Prüfergebnisse. Dafür gibt es in dieser Norm Vorlagen, das heißt, was man für Checklisten oder Prüfprotokolle verwenden kann. Da der Hinweis, man muss nicht unbedingt dieses bundeseinheitliche Prüfprotokoll verwenden, das es beim KFE zu bestellen gibt, aber es muss zumindest den gleichen Inhalt haben. Dieses bundeseinheitliche Prüfprotokoll eignet sich sehr gut für kleinere Anlagen, aber sobald wir in einen größeren Anlagenbereich einsteigen, kommt man mit dem Protokoll nicht mehr klar, weil es einfach nicht auf eine große Anzahl von Wechselrichtern und Strängen gemacht wurde. Das heißt, im Anhang A dieser Norm findet man dann die allgemeinen Projektdaten, die Anschrift, den Standort, das Prüfdatum, die Leistung und die Bestätigung, wer hat das Ganze überprüft. Wie macht man jetzt tatsächlich diese Messungen? Das heißt, wir überprüfen einmal die verwendeten Komponenten und den Aufbau, den Überspannungsschutz. Wir müssen einen Kurzschlussstrom messen. Wir müssen gleichzeitig natürlich auch die Einstrahlung messen. Wir müssen Isolationswiderstände überprüfen. Eine Seriennummerndokumentation macht natürlich Sinn. Das ist alles in dieser Norm im Anhang A aufgelistet. Ja, man kann natürlich auch mit diesem bundeseinheitlichen Prüfbefund arbeiten. Der enthält alle Angaben gemäß dieser Norm. Ich habe Ihnen da die Artikelnummern des KFE angeführt. Seit 2018 gibt es da einen neuen Prüfbefund. Es gibt einerseits eben diesen Prüfbefund, dann das Anlagenbuch für elektrotechnische Anlagen und die Anlagendokumentation. Das sind drei Artikelnummern. Und wenn man ein Anlagenbuch zusammenstellen möchte, dann muss man da eben alle drei Dokumente entsprechend ausfüllen.
Auf das habe ich schon verwiesen. Es muss nicht dieses offizielle Dokument verwendet werden, aber es müssen dieselben Inhalte im eigenen Dokument hinterlegt sein. Viele arbeiten automatisiert mit Messgeräten, die entsprechende Messergebnisse schon archivieren. Und da macht es natürlich Sinn, dass man sich irgendein Dokument selber zusammenstellt, wo man dann auch sehr schnell Seriennummern, Messergebnisse und dergleichen importieren kann, um das entsprechend zu dokumentieren. Ja, was macht man jetzt beim Speicher? Beim Speicher sind wir normativ nicht ganz so gut aufgestellt wie in der Photovoltaik. Es gibt zwar einige Normen, die den Speicher beschreiben, auch in der 8101, also diese normale Inbetriebnahmeprüfungen oder in der 8001 wird es natürlich beschrieben. In der R20 im Abschnitt 6.6 findet man einige Punkte dazu und sollte es ein Blei- oder Nickel-Cadmium-Speicher sein, in der 50272. Es gibt auch für Speicher ein einheitliches Prüfprotokoll auf Bundesebene, das über den KFE bestellt werden kann. Und da ist es jetzt meistens so, dass die Speicher entsprechend den Herstellervorgaben geprüft werden müssen. Der Speicher ist doch sicherheitstechnisch ein bisschen auf einer anderen Ebene wie die Photovoltaik, vor allem der Lithiumspeicher. Und deswegen fordern viele Hersteller hier eigene Prüfroutinen, um die Einbindung in das elektrische System tatsächlich sicher zu gewährleisten. Die Einbindung ins elektrische System wird ja auch über die R20 beschrieben. Und den Speicher selber, am Speicher selber kann man relativ wenig machen und messen, aber der Speicher ist über die entsprechenden Produktnormen mittlerweile wirklich so gut durchgeregelt, dass wir davon ausgehen können, dass ein Lithiumspeicher ein betriebssicheres Betriebsmittel ist. Gut, in diesem bundeseinheitlichen Prüfbefund, der 2018 erstellt worden ist, findet man eben die entsprechenden Angaben, die da zu messen sind. Ist der Speicher ein reiner Eigenverbrauchsoptimierer, ist es relativ einfach. Hat der Speicher eine Notstromfunktion, dann muss ich natürlich die bestehende elektrotechnische Anlage wirklich sehr genau prüfen. Und zwar genau auf diesen Punkt kann im Notstrombetrieb tatsächlich die elektrische Sicherheit gewährleistet werden, weil wir in der Regel im Inselbetrieb die Nullungsbedingungen nicht mehr einhalten können und dafür andere Sicherheitseinrichtungen brauchen, als wie in der normalen Hausinstallation, die am Netz hängt. In diesem bundeseinheitlichen Prüfbefund für Speicher werden natürlich wieder mal die Projektdaten abgefragt, dann die angewandten Normen zur Prüfung, dann die Bestätigung zur Einhaltung von entsprechenden Richtlinien. Der Speicher ist natürlich auf alle Technologien, nicht der Speicher, der Prüfbefund ist natürlich für alle Technologien gemacht worden. Und gerade wenn ich mit Bleispeichern arbeite, mit größeren, dann habe ich natürlich sehr genaue bauliche Vorgaben. Und muss zum Beispiel auch bestätigen, dass man das entsprechend der Bauordnung berücksichtigt hat. Das Installationsdatum wird abgefragt, das Datum der Inbetriebnahme, der Kunde und die Anschrift des Aufstellungsortes und das Datum der Prüfung. Dann werden die technischen Daten des Energiespeichersystems abgefragt. Wie wurde das eingebunden? Ist es eine AC-Kopplung, eine DC-Kopplung, eine DC-Generator-Kopplung mit Notstrom, ohne Notstrom? Da ist jetzt im netzgekoppelten Betrieb natürlich auch wichtig, dass die Konformität zur DOR-Erzeugung abgefragt wird, beziehungsweise für ältere Systeme die DOR D4. Und Angaben zum Betrieb und Umschaltung von Netzgekoppelten auf Inselbetrieb. Da wird zum Beispiel festgehalten, wird die Netzform verändert oder fahre ich von einem DN-Netz weiter im Inselbetrieb wieder mit einem DN-Netz oder habe ich vielleicht nur irgendein DD-Netz und das wird im Inselbetrieb zum IT-Netz. Also da werden die Netzformen zum Beispiel abgefragt. Dann die Angaben zur Lade- und Entladeeinrichtung. Ist das alles ein System? Ist der Speicher inklusive bidirektionalen Wechselrichter von einem Hersteller oder sind es unterschiedliche Hersteller, die da die verschiedenen Komponenten bereitstellen? Wo sind DC-Trennstellen zur Batterie bzw. die Verbindung Netzeinspeisung Batterie-Wechselrichter?
dann die Daten zum Wechselrichteranschluss und die Aufstellung des Speichersystems. Wo steht das? Ist das ein Wandsystem? Ist das ein Standsystem? Also, dass man genauer spezifiziert, um welche Systeme es sich da handelt. Und dann beschränken sich die eigentlichen Messungen jetzt für zum Beispiel die typischen Lithiumspeicher wirklich nur auf die elektrische Anlage, weil ich, wie gesagt, ich kann bei einem Lithiumspeicher selten irgendwo eine Zellspannung messen, weil es ja alles gekapselte Systeme sind. Anders bei Bleispeichern, da werden natürlich sehr wohl die einzelnen Zellen gemessen und protokolliert. Zur Messung und Überprüfung. Es wird natürlich die Isolationsüberwachung abgefragt, der FI-Schutz im Netzbetrieb und im Inselbetrieb. FI-Schutz ist ein wesentlicher Punkt, weil wenn ich tatsächlich einen Inselbetrieb gewährleisten kann, dann reicht mir in der Regel ein FI-Schutz nicht mehr aus, weil der Leitungsschutzschalter erfüllt nicht mehr seine Funktion, weil wir die Nullungsbedingungen nicht mehr einhalten können. Und daher baut man in der Regel einen zweiten FI-Schutz dann für den Inselbetrieb mit ein. Wie schauen die Schutzleiterverbindungen aus? ISO-Widerstand im Netzbetrieb und im Inselbetrieb und auch eine Überprüfung des Anlagenerders, des Widerstandes. Der Hauptpotenzialausgleich, da sind entsprechende Angaben zu machen und dann muss bestätigt werden, dass der Anlagenbetreiber im Betrieb des Systems unterwiesen wird. Ja, verschiedene Hersteller fordern verschiedene Protokolle, eben zum Beispiel für die Garantieaktivierung oder wo man Besonderheiten von Systemen berücksichtigt. Da sind dann noch zusätzliche Angaben meistens erforderlich, nämlich tatsächlich bei Kunden XY wurden die Seriennummern von BIS zum Beispiel eingebaut. Wo ist der Aufstellungsort und wer ist der Kunde? Und nachdem Speicherhersteller ihre Systeme zum Beispiel nach dem BSW-Sicherheitsleitfaden ja nur zertifizieren können, wenn der Richter auch tatsächlich eine Schulung gemacht hat und zertifiziert ist, ist das gleichzeitig für den Hersteller die Kontrolle, dass der Richter des Systems auch tatsächlich auf dem System geschult wurde und eine entsprechende Zertifizierung hat, damit er das System installieren und verbauen darf. Ja, ein paar Sicherheitshinweise für Bleispeicher, das System auf jeden Fall trennen. Man braucht säureresistente Schutzkleidung und die entsprechende Ausrüstung wie Schutzbrille, isoliertes Werkzeug bitte verwenden, berücksichtigen, dass bei Bleispeichern durchaus Knallgasbildung entstehen kann, das heißt absolutes Rauchverbot und keine offenen Flammen und Funken. Und Befüllung der Speicher, wenn dann nur mit entmineralisiertem Wasser. Bei Lithium ist es ebenso, das System einmal trennen, die Batteriezellen bitte nicht öffnen und manipulieren, die Batteriezellen auch nicht hohen Temperaturen aussetzen, die Batteriezellen auch nicht ins Feuer werfen, Batteriezellen niemals kurzschließen, egal welche Technologie. Batterien haben in der Regel ein sehr großes Kurzschlussstromvolumen. Und die Batteriezellen keiner korrosiven Atmosphäre aussetzen und niemals defekte oder beschädigte Batterien weiter im System belassen, sondern wenn tatsächlich offensichtliche Schäden vorliegen, dann bitte das System in einen sicheren Zustand versetzen. Ja, die Ein- und Ausschaltreihenfolge des Systems muss entsprechend den Herstellerangaben eingehalten werden. Zum Beispiel, wenn man ein DC-Off-Grid-System eine Prüfung machen möchte, immer als erstes die PV-Anlage ausschalten, die Verbraucher abschalten und erst zum Schluss die Batterie vom System trennen. Wenn man diese Reihenfolge nicht einhält, dann kann zum Beispiel sein, dass der Laderegler sich thermisch verwertet, das heißt, er brennt dann einfach ab. Das heißt, das wäre die Erstprüfung. Das Thema wiederkehrende Prüfung wird uns auch durch die entsprechenden Normen vorgegeben. Auch da kann man die entsprechenden Dokumente verwenden, wie die Prüfbefunde oder es gibt vom Hersteller entsprechende Vorgaben. Und das ist der Nachweis, der zu führen ist, dass die Anlage weiterhin alle Schutzziele erfüllt. Jetzt muss man sich die Frage stellen, wie oft macht man das und muss man das machen? Wir wollen also erreichen, dass die Anlage weiterhin sicher ist, für den Benutzer der Anlage, aber auch natürlich für das Anlagenobjekt selber.
Und unter Umständen will man im Zuge dieser wiederkehrenden Prüfung auch den Status auf irgendwelche langjährigen Garantien berücksichtigen. Das heißt, wir wissen, in der Photovoltaik werden ja sehr lange Garantieversprechen abgegeben, 20, 25, 30 Jahre. Und vielleicht will man im Zuge dessen tatsächlich einmal einen Status quo der Anlage festhalten, wie gut sind die Module noch zum Beispiel hinsichtlich der Leistung. Das Ergebnis ist dann zum Beispiel die Erstellung des Prüfbefundes und damit wird dieser Prüfbefund im Anlagenbuch abgelegt. Und wenn Mängel oder Fehler entstanden sind oder Abweichungen zu Normen entstanden sind, wird es entsprechend festgehalten. Die Durchführung erfolgt gemäß den Protokollen. Und jetzt sind wir schon bei der interessanten Frage. Eine Photovoltaikanlage wird ja in der Regel als wartungsfrei oft definiert, weil man nicht sehr viel machen muss. Aber es ist eine elektrotechnische Anlage und dafür gibt es definierte Prüfintervalle. Der Regelfall sind einmal 5 Jahre. Das heißt, elektrotechnische Anlagen sollten in der Regel alle 5 Jahre geprüft werden, aber dazu sind Abweichungen möglich. Das heißt zum Beispiel nur eine Verkürzung auf nur ein Jahr, wenn wir gemäß der Bauarbeiterschutzverordnung agieren müssen. Oder 3 Jahre bei stark beanspruchten Systemen. Und Photovoltaiksysteme sind entsprechend einer KfE-Empfehlung in diese Kategorie stark beanspruchte Systeme einzuordnen und unterliegen damit einer Prüfintervall von 3 Jahren. Das ist diese Empfehlung, die da abgegeben wird. Man kann dieses Intervall auch auf 10 Jahre, zum Beispiel bei elektrischen Anlagen, erhöhen, wenn es tatsächlich schwach beanspruchte Systeme sind. Eine normale Elektroinstallation in einem Büro zum Beispiel, wo keine großen Temperaturschwankungen auftreten, wo keine Leistungsspitzen entstehen, wo keine mechanische Belastung auf der Installation, lastet, kann das auch höhere, Zeiträume, betragen. Für private Anlagen gibt es eine Empfehlung für ein Intervall von 5 bis 10 Jahren. Für kommerziell genutzte Photovoltaikanlagen, das heißt auf Firmengebäuden, auf öffentlichen Gebäuden, Investorenprojekte, ist die Empfehlung ganz klar auf 3 Jahre. Oder die zuständige Bezirkshauptmannschaft macht im Zuge eines Genehmigungsverfahrens eine eigene Vorgabe und sagt, wir wollen einen Prüfintervall von 2 Jahren. Kann auch passieren. Das heißt, wir hätten damit die Anlagen mal so weit geprüft und jetzt müssen wir uns mit dem Thema Wartung auseinandersetzen. Wartung, wenn man das Ganze wirklich offiziell betrachtet, dann muss es einmal einen Anlagenverantwortlichen geben, der für den Betrieb der elektrischen Anlage definiert wurde und der damit auch zuständig ist für alle Agenten, die in dieser elektrischen Anlage passieren. Und das heißt, Wartung muss immer mit dem Anlagenverantwortlichen abgestimmt werden. Das heißt, man informiert den, man holt sich eine Erlaubnis ein für Abschaltarbeiten, für geplante Arbeiten. Dieser Anlagenverantwortliche bekommt dann auch entsprechende Mängellisten. Das heißt, wenn tatsächlich Fehler gefunden wurden, dann muss als erstes einmal dieser Anlagenverantwortliche informiert werden. Der Anlagenverantwortliche ist auch dafür zuständig, dass in einer Niederspannungshauptverteilung von einem größeren Objekt gewisse Schalthandlungen durchgeführt werden dürfen, ohne dass man jetzt zum Beispiel ja, durch Nichtwissen irgendwo einen Produktionsprozess in einen Produktionsprozess eingreift, das man eigentlich gar nicht möchte. Und dieser Anlagenverantwortliche muss natürlich auch unterwiesen werden. Und man informiert ihn auch über das Ende der Wartungsarbeiten. Das ist einmal die offizielle Definition, wie sowas funktioniert. Der Endkunde ist wartungstechnisch durchaus in der Lage, das ein oder andere selber machen. Aber alles, was er da macht, ist in der Regel eine Arbeit, die er entweder mit den Augen verrichten kann. Das heißt, er schaut sich was an oder zum Beispiel er reinigt einen Wechselrichter mit einem feuchten Tuch das Gehäuse außen. Das heißt, der Endkunde kann einmal Sichtkontrollen durchführen. Zum Beispiel, wenn ein starkes Sturmereignis war, kann er mal einen Blick aufs Dach werfen, also an einer sicheren Position, das heißt von unten oder eben über einen sicheren Dachaufstieg und schauen, gibt es irgendwelche losen Teile, ist die Anlage noch in einer Ebene, hat sich irgendwas verschoben, ist irgendwas ersichtlich. Oder er betrachtet, schaut sich einmal die Module nach einem schneereichen Winter an.
Das muss nicht immer so ausschauen wie auf diesem Foto, sondern das können auch nur einzelne Risse sein oder Rahmen, die sich verbogen haben. Er kann bei den Überspannungsableitern, die haben alle entsprechende Indikatorfenster, die sich verfärben, wenn der Überspannungsableiter defekt ist. Das kann er auch mit einer reinen Sichtkontrolle machen und schauen, ist das Fenster noch grün oder ist es rot? Und die Kühlkörper bzw. Kühlöffnungen von einem Wechselrichter einfach sauber halten. Der Endkunde kann natürlich auch mit seinem Monitoring die Funktion der Anlage überwachen und Monitoring muss nicht immer Software und ein Datenlogger sein, sondern im einfachsten Fall reicht ein regelmäßiger Blick auf den Zähler, ob die An- und das An- Erführung von einer Ertragsliste monatsweise, damit man ungefähr sieht, ob die Erträge stimmen, wenn der Betreiber nicht allzu viel Geld für ein Monitoring-System ausgeben möchte. Wenn es dann um die tatsächliche Wartung und die wiederkehrende Prüfung geht, da brauche ich dann die Fachfirma, weil da muss ich eben entsprechende Messungen durchführen. Ich arbeite in Systemen, die unter Spannung stehen. Das heißt, die wiederkehrende Prüfung wird durch die Fachfirma gemacht. Ich kann natürlich das Ganze auch bei größeren Anlagen einfach im Rahmen einer Betriebsführung an einen Anlagenbetreiber übergeben, der mir dann zum Beispiel eine Monats- oder Jahresauswertung automatisiert erstellt und reagiert, wenn ein Wechselrichter zum Beispiel eine Fehler Meldung abgibt. Das heißt, er informiert dann den Betreiber und löst zum Beispiel einen Reparatureinsatz aus. Die Fachfirma sollte natürlich einen Zugang zum Monitoring haben. Das muss natürlich DSGVO-rechtlich vom Endkunden freigegeben werden, damit man einfach, wenn der Kunde sagt, irgendwas scheint da nicht zu funktionieren, aus der Ferne mal einen schnellen Blick ins System werfen kann und schon sich vielleicht die ersten Ideen damit holt, was denn in dieser Anlage tatsächlich kaputt sein könnte und für einen etwaigen Reparatureinsatz vielleicht auch schon die entsprechenden Ersatzkomponenten mitnehmen kann. Die Vorteile für die Fachfirma im Zuge der Wartung sind natürlich, dass man gewisse Kundenbindung aufbaut, einen Wartungsvertrag auch unter Umständen abschließen kann und natürlich auch die Sicherheit hat, dass diese Systeme dauerhaft sicher bleiben. Wir reden doch von Gleichspannungsinstallationen und man muss sagen, auch die beste installierte Photovoltaikanlage kann durch äußere Einflüsse irgendwann einmal ein Problem generieren. Wir brauchen nur einen Marder am Dach, der irgendwie auf den Solarleitungen rumbeißt und auf einmal haben wir ein Problem im ISO-Widerstand. Und wenn man das einfach regelmäßig überprüft, können da auch keine weiterführenden Probleme daraus entstehen. Ein paar praktische Hinweise noch. Wichtig ist, gerade für die Wartung, wenn das Fremdanlagen sind, dass man, bevor man Arbeiten beginnt, den Zustand des Daches dokumentiert. Nicht, dass es dann heißt, ja, ihr habt mal bei der Wartung 10 Ziegel kaputt gemacht oder ein Loch in die Folie getreten, sondern dass man das gemeinsam vielleicht mit dem Kunden vorher, das Dach aufnimmt und sieht, es ist alles in Ordnung oder es gibt schon Mängel am Dach. Den Kunden natürlich bitte informieren, wenn man irgendwo irgendwas abschalten muss für irgendwelche Messungen. Dem Kunden unter Umständen dann auch einfach Werte erklären, dann spart man sich das ein oder andere Telefonat im Nachgang. Und wenn man tatsächlich irgendwelche Mängel oder sogar Gefahrenpotenziale erkennt, ist man wieder in der Warn- und Hinweispflicht gegenüber dem Endkunden oder dem Betreiber, dass man den darauf hinweist. Man muss das nicht sofort automatisch beheben, sondern der Kunde muss das natürlich beauftragen. Ob er die Wartungsfirma damit beauftragt oder den Haus- und Hofelektriker damit beauftragt, das ist die Entscheidung des Kunden. Aber er muss auf jeden Fall informiert werden. Ja, zum Schluss vielleicht noch ein paar Beispiele für Fehler bzw. Qualitätsmängel in der Praxis. Ich habe versucht, das einmal dafür so eine Aufstellung von verschiedenen Fehlern zusammenzustellen, was denn häufig in Photovoltaik, nicht häufig, ja, durchaus regelmäßig in PV-Anlagen auftreten kann. Das heißt, mechanische Schäden am PV-Generator, zum Beispiel Glasbruch, das kann man im Rahmen einer Sichtkontrolle relativ leicht feststellen.
Warum das passiert ist, ja, vielleicht hat man zu schwaches Modul für die Schnelllast am Standort ausgewählt oder die Montageanleitung nicht eingehalten. Das ist dann etwas, was sich der Gutachter überlegen muss, was da passiert ist. Wenn die Rahmen deformiert sind, dann kann man das auch in der Regel im Rahmen einer Sichtkontrolle feststellen, dass diese ersten zwei Fehlerpunkte sind in der Regel immer mit Schneeereignissen verbunden. Elektrische Schäden am PV-Generator, das wären zum Beispiel Hotspots, die ich mit einer Thermografie erkennen kann. Und die weisen dann auf Zellschäden oder Schäden im Aufbau des Moduls hin. Oder wenn es zum Leistungsverlust kommt im PV-Generator, dann kann ich das im Rahmen einer Messung mit einem IU-Kennlinienmessgerät oder im einfachsten Fall von der Messung von Kurzschlussstrom und Leerlaufspannung feststellen. Die Ursachen können da vielfältig sein. Das können Zellschäden sein, das kann eine defekte Bypassdiode sein, das können defekte Lötverbindungen sein. Also da hat es in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart immer wieder ja, typische Fehlerbilder bei Modulen gegeben. Zu den elektrischen Schäden kann natürlich auch im Überspannungsableiterbereich was passieren. Überspannungsableiter kann eine gewisse Anzahl an Überspannungsereignissen verarbeiten. Das kann man mittels Sichtkontrolle tatsächlich feststellen, wenn sich diese Indikatorfenster verfärben. Und wenn oder ich habe das automatisiert über einen Fernmeldekontakt irgendwo eingebunden, dass man automatisch informiert wird, wenn der nicht mehr funktioniert. Elektrische Schäden am Wechselrichter, wenn der keine Funktion mehr hat, dann kann ich nur mal auf der DC-AC-Seite messen, beziehungsweise schauen, ob man noch in das Monitoring des Wechselrichters reinkommt und der Eventlog zum Beispiel abzufragen. Da ist man aber dann schon wirklich auf der Fachfirmenseite wieder, weil es da einfach zu sehr in die Technik geht. Verminderte Erträge, wieder elektrischer Fehler, das kann sein, dass man temporäre Verschattung hat, im einfachsten Fall, dass man fehlerhafte DC-Verbindungen hat. Das ist ein sehr beliebter Fehler, der immer wieder auftritt, dass der Stecker nicht sauber gemacht wurde und der dann einfach über erhöhte Übergangswiderstände relativ viel Leistung intern verbraucht. Wenn das zu lange andauert, dann kann das durchaus auch Potenzial für eine Brandursache sein. Es kann ein kaputtes Modul diese Rolle der Fehlerquelle übernehmen oder der Wechselrichter. Beim Speicher, wenn er nicht lädt oder falsch lädt, dann ist meistens irgendwie die Verbindung zwischen Speicher und Energieflussrichtungssensor, also Smart Meter oder AC-Sensor, je nachdem, wie das bei den Herstellern heißt, irgendwo die Ursache oder tatsächlich, dass einer der Controller im Batteriemanagementsystem einfach zum Beispiel hängen geblieben ist und der interne Wattstock nicht mehr greift. Das ist also auch ein Fall für die Fachfirma. Ja, im Zuge einer Standortüberprüfung haben wir in Deutschland so eine Anlage gefunden. Die steht auf dem Dach, und ursprünglich war das alles relativ okay. Man sieht da bei dem rechten oberen Pfeil, da sieht man so einen Blitzschutzdraht aufstehen. Der war ursprünglich okay, der hat diese Strangentlüftungen, also diese Lüftungsrohre am Dach geschützt. Und dann ist aber eine Photovoltaikfirma gekommen und hat da die PV-Anlage draufgebaut und auf einmal hat sich die Situation geändert. Jetzt befindet sich der Blitzschutz im Schutzbereich der Photovoltaikanlage und es sollte eigentlich genau umgekehrt sein. Das heißt, die Photovoltaikanlage sollte durch den Blitzschutz geschützt werden und nicht umgekehrt. Das ist also etwas, was ein ganz klarer, eklatanter Mangel ist. So eine frei hängende DC-Verkabelung, wo der linke obere Pfeil hinverweist, ist ein absolutes No-Go, weil diese Kabel schaukeln im Wind und scheuern über irgendeine Metallkante drüber. Und es wird einige Jahre dauern, aber irgendwann werden die ersten ISO-Fehler auftreten. Und was man da jetzt nicht offensichtlich ist, aber durchaus ein größeres Problem im Zuge dieser Überprüfung war, ist eben diese Dachanbindung, die nicht ordnungsgemäß ausgeführt wurde und wo ja, an sehr vielen Stellen Wassereintritt im Gebäude stattgefunden hat und es zu einem massiven Bauwerksschaden gekommen ist. Das sind also genau solche Punkte, die man zum Beispiel im Zuge einer wiederkehrenden Prüfung finden könnte, wenn man das tatsächlich alle 3 Jahre macht und vielleicht einen weiterführenden Schaden damit auch verhindern könnte.
Ja, dasselbe. Man hat eine Anlage in Deutschland geprüft und hat festgestellt, dass beim linken oberen Bild die Modulklemmen sich über die Zeit verformt haben und eigentlich gar keine Klemmung mehr stattfindet. Das heißt, da ist Gefahr im Verzug. Diese Module werden mechanisch nicht, sind mechanisch nicht mehr gesichert und beim nächsten Sturmereignis können die davonfliegen. Oder die Verschattung, die durch die Modulklemme entsteht im rechten unteren Bild, ist natürlich etwas, was zu Ertragsminderungen führt, weil wir wissen, durch die Serienschaltung von Zellen und Modulen definiert das schwächste Glied in der Kette den Strom und damit haben wir da natürlich auch unter Umständen ein Ertragsproblem. Weitere Bilder, die Sie sich im Nachgang dann auch noch gerne anschauen können. Links oben ein fehlender Kantenschutz, der irgendwann zu Isolationsfehlern führen wird. Links unten wirklich etwas, was grob fahrlässig ist, Installationsaufputzdose als Generatoranschlusskasten zu verwenden, mit normalen EDK-Klemmen und dann die DC-Spannung über Mantelleitung abführen. Also da haben wir in diesem einen Bild wahrscheinlich sofort vier, fünf schwerwiegende Mängel, die eigentlich eine Inbetriebnahme schon gar nicht erlaubt hätten. Aber das ist immer das Problem, wenn der Richter sich selber prüft, dann findet er solche Mängel natürlich nicht. Wenn der Richter einen externen beauftragt, so eine Überprüfung zu machen, dann wäre das schon bei der Inbetriebnahme aufgefallen. Oder im rechten Bild wieder solche freihängenden DC-Leitungen. Weiteres Bild aus einer Anlage aus Österreich. DC-Leitungen sind im Vergleich zu anderen Installationsleitungen wirklich extrem gut gegen UV-Einstrahlung geschützt und für sehr weite Temperaturbereiche. Aber es schließen drei Normen die ungeschützte Verlegung am Dach schon einmal dezidiert aus. Also sowas vom Blechdach über Blechkanten und Blechfelze zu führen, dürfte eigentlich gar nie in Betrieb gehen. Und ist ein schwerwiegender Mangel. Ja, damit wären wir mal mit den Folien soweit durch. Stehen natürlich jetzt gerne für Fragen zur Verfügung. Nikolas, was gibt es denn für Fragen? Ja, danke Thomas zuerst noch für den Vortrag. Ich fand ihn wirklich sehr interessant und auch danke, dass du ein Thema mitgebracht hast, wo eigentlich viele schon wieder beim nächsten, mit dem Gedanken beim nächsten Projekt sind und bei der nächsten Projektumsetzung. Wir haben jetzt ein paar Fragen bekommen. Eine Frage vorhinweg noch. Wir haben die Frage, ob die Folien im Nachgang irgendwo down zu laden sind. Also bei uns ist generell so, das Webinar kann man immer wieder anschauen. Die Folien stellen wir nirgends online. Mit dem Einverständnis von Thomas können wir diese aber auch gern verschicken, wenn man uns eine E-Mail schickt. Thomas, wäre das für dich ein Problem oder soll man sich direkt an dich wenden am besten? Wir können das im PDF-Format gerne zur Verfügung stellen. Okay, super. Dann haben wir auch vor dem Webinar schon eine Frage zum Webinar bekommen. Und zwar war das Funktionsüberwachung über Web- und Online-Dienste. Welche Anbieter, Systeme gibt es? Mit welchen Kosten jährlich, monatlich muss man da rechnen? Also man kann es jetzt auf verschiedene Ebenen runterbrechen. Das heißt, das Einfachste ist es meistens einfach das Wechselrichterportal zu nutzen. Da gibt es unterschiedlich je nach Wechselrichterhersteller, meistens eine eingeschränkte kostenfreie Möglichkeit, wo man die wesentlichen Daten sieht. Gegen einen geringen Aufpreis kriegt man dann ein bisschen eine detailliertere Darstellung der Daten. Wenn einem das nicht reicht, weil man wirklich professioneller Anlagenbetreiber sein möchte, dann wird man wahrscheinlich auf ein externes System zurückgreifen und da muss man dann sagen, das richtet sich meistens dann nach der Systemgröße. Das heißt, da ist die Anlage 50 kW groß, 500 kW groß oder 2 Megawatt groß. Da gibt es dann entsprechende Pauschalen. Das kann dann durchaus ja, einige 100 € pro Jahr betragen. Dann hat man aber in der Regel ein wechselrichterneutrales Locking-System, das auch Referenzierung auf die Solarstrahlung erlaubt. Oder man übergibt die Anlage an einen professionellen Dienstleister, Betriebsführer, der das Ganze für einen erledigt und der die Anlage täglich dann tatsächlich im Blick hat und überprüft, ob alles okay ist.
Diese Dienstleistungen werden dann in der Regel für große Anlagenbetreiber angeboten und werden mit ebenfalls KW- oder Megawatt-Pauschalen verrechnet. Je nachdem will man monatliche Berichte, jährliche Berichte, in welcher Detailtiefe will man das haben. Also das sind Wartungspakete, die man dann eben mit so einem Betriebsführer abschließen kann. Danke. Eine nächste Frage wäre, müssen andere bauliche Vorgaben jetzt bei Batteriespeichern betrachtet werden? Ein Stichwort war der Rauchmelder bei Batterie. Gibt es da vielleicht ab irgendeiner Größe andere Vorgaben? Wie schaut es da aus? Also für die Aufstellung von Batteriespeicher haben wir eigentlich einerseits die R20, die die Einbindung in die elektrotechnische Anlage definiert, und zur Aufstellung gibt es momentan eigentlich nur die OIB-Richtlinie 2. In der OIB-Richtlinie 2 wird definiert, je nach Gebäudeklasse, aber zum Beispiel für Einfamilienhäuser und Reihenhäuser der Gebäudeklasse 2, glaube ich, ist es dort definiert, braucht man bis 20 Kilowattstunden nur einen unvernetzten Rauchmelder. Von 20 bis 100 Kilowattstunden braucht man eine Abgrenzung des Speichers mit EI90, das heißt entsprechende Rigipsverkleidung oder entsprechenden Raum, Heizraum, der entsprechende Brandschutzklasse hat. Und darüber ist es bescheidabhängig. Also die OIB-Richtlinie 2 ist momentan die einzige Richtlinie, die für Lithium, also für Speicher im Allgemeinen, aber für Lithiumspeicher im Speziellen Vorgaben macht. Für Bleispeicher gibt es ganz klare Vorgaben an den Batterieraum, aber für den Lithiumspeicher ist da normativ sonst noch nichts verfügbar. Okay. Dann machen wir noch zwei Fragen vom Publikum und dann noch eine von mir, eine kurze. Und zwar die erste Frage ist eine grundsätzliche Frage. Ich lese einfach die ganze Frage vor. Die Wartung und Kontrolle darf nur der Elektriker machen, aber darf ein Dachdecker die Montage einer PV-Anlage am Dach durchführen, wenn die Kabel mit Stecker vorkonfektioniert sind, beziehungsweise darf der Elektriker überhaupt am Dach eine PV-Anlage errichten? Also das ist jetzt eher eine rechtliche als eine technische Frage, aber es geht natürlich immer um die entsprechende Gewerbeberechtigung. Die reine Montage einer Photovoltaikanlage ist ein freies Gewerbe. Dafür brauche ich keine Konzession. Das beschränkt aber alle Tätigkeiten auf reine Montagetätigkeiten. Sobald ich irgendwo ein Kabel in einer Klemme befestigen muss, einen Stecker auf ein Kabel aufkrimpen muss, dann darf das dieser Photovoltaikmonteur nicht mehr machen. Das muss dann der Elektriker machen. Also ein Überspannungsableiter anschließen, einen Wechselrichter anschließen und Netzanschluss sowieso, das sind alles elektrotechnische Fachtätigkeiten. Man stellt natürlich jetzt die berechtigte Frage, der Dachdecker bewegt sich am Dach wesentlich sicherer als ein Elektriker vielleicht. Und da ist aber auch klar definiert, wenn es um Statik, um Bewertung von Baustrukturen und dergleichen gibt, dann muss sich der Elektriker auch fachkundige Unterstützung holen. Das kann ein Baustatiker, ein Baumeister oder ein Zimmerer oder ein Dachdecker sein, der das entsprechend bewerten kann, ob das Dach ausreichend tragfähig ist. Und ich muss sagen, die Kombination aus Elektriker und Dachdecker, also Firmen, die da zusammenarbeiten, ist sicher keine schlechte. Aber rein gewerberechtlich ist es relativ klar definiert. Das heißt, solange alles steckerfertig ist, kann das eigentlich jeder machen, der dieses freie Gewerbe des Photovoltaikmonteurs hat. Sobald es elektrisch wird, ist Hoheitsgebiet des Elektrikers. Okay, danke. Und die letzte Frage aus unserem Publikum noch wäre der Versicherungsschutz und wiederkehrende Prüfungen. Braucht es für den Versicherungsschutz nachweislich wiederkehrende Prüfungen und müssen die auch abgegeben werden? Das muss jeder in seiner Police nachschauen. Also das ist wirklich versicherungsspezifisch sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt Versicherungen, die Prüfintervalle sogar definieren für größere Anlagen, wie oft das überprüft werden muss. Und es gibt Versicherungen, die gar keine Vorgaben dazu machen. Wenn keine Vorgabe in der Police drinnen steht, dann würde ich mich an diese offiziellen Empfehlungen halten und bei einer gewerblichen Anlage dieses Prüfintervall von 3 Jahren einhalten. Und ansonsten eben schauen, was in der Police drinnen steht, ob die Versicherung da selber Idee hat, und ansonsten mich an das halten, was momentan Regel der Technik ist. Okay, super. Und jetzt hätte ich noch eine Frage an dich. Und zwar, du hast ja eigentlich angesprochen, dass manche Unternehmer durch ihre eigenen Prüfungen machen, zum Beispiel die Erstprüfung.
Kann sich denn der Endkunde überhaupt aussuchen, wer dann die Prüfung machen soll, oder kann es der Richter aussuchen? Na, im Endeffekt ist das eine reine Frage, wie der Endkunde das definiert. Der Endkunde gibt den Auftrag für die Errichtung einer Anlage. Es macht natürlich Sinn, dass der Richter das auch teilweise prüft, aber vor allem bei großen Systemen ist es mittlerweile sehr oft Usus, dass wenn irgendjemand eine 500 kW-Anlage errichtet, dass dann ein externer Gutachter noch kommt und sich das anschaut, ob das tatsächlich alles den entsprechenden Regeln der Technik errichtet wurde und vielleicht auch die eine oder andere Stichprobenmessung macht, ob das stimmt, was der Richter tatsächlich da dokumentiert hat. Und da kommt man leider sehr oft drauf, dass man eben, ja, dass dieses Instrument des sich selber Überprüfens nicht wirklich eine gute Idee ist, weil da natürlich ja, kleinere und größere Probleme schnell unter den Teppich gekehrt werden. Und ein externer Prüfer, der das einfach neutral sieht und sagt, was ist aktuell Stand der Technik und Regel der Technik, wurde es eingehalten? Ja, nein, ja, alles gut, nein, was wurde nicht eingehalten? Ist das gefährlich oder muss man da nachbessern? Und wie schaut es mit den Messungen aus? Also wir haben im Zuge unserer Prüftätigkeiten immer wieder eklatante Abweichungen dann festgestellt. Wir haben auch festgestellt, dass Monteure oft gar nicht die richtigen Instrumente hatten, um zu messen, weil sie Errichter sind und dann eben nicht großartig das prüfen wollen. Und ja, der Prüfer hat in der Regel eine Ausstattung, dass er das tatsächlich ordnungsgemäß und sinnvoll prüfen kann. Super, danke. Noch eine Information an unsere Zuschauer, falls jetzt noch später irgendwelche Fragen auftauchen oder vielleicht auch die Folien gerne als PDF zur Verfügung gestellt werden würden, eine E-Mail bitte an uns und dann geben wir diese entweder an den Thomas weiter oder wir können sie wahrscheinlich auch direkt gleich weitergeben. So, gehen wir weiter in unserem Vortrag. Jetzt noch einmal ein Dank an unsere Sponsoren, die dieses Webinar sponsorieren. Energy 3000, Fronius und IFIX Solar. Wie vorhin bereits erwähnt, wenn Sie Informationen zu diesen Unternehmen suchen oder Kontaktinformationen, finden Sie das auf unserem Webinar-Marktplatz unter webinare-pv-speicher. Alle, die up-to-date mit der PV-Welt in Österreich sein wollen, können auch gerne unseren PV-Newsletter abonnieren. Alle unsere Abonnenten haben zum Beispiel diese Woche innerhalb von kürzester Zeit vom Förderstartschuss der Clean-Kleinanlagenförderung erfahren. Es würde uns natürlich auch sehr freuen, wenn Sie Mitglied unseres Verbandes werden und uns unterstützen. Ein Ausblick in die Zukunft. Nächste Woche ist unser Webinar Sonnenstrom für alle Fälle, Eigenverbrauchsoptimierung im Einfamilienhaus und übernächste Woche Sonnenstrom ohne finanziellen Aufwand, rechtliche Rahmenbedingungen des Contracting-Modells. Beides wieder zur gleichen Zeit am gleichen Tag. Und wer die vergangenen Webinare anschauen will, dazu haben wir alle Webinare auf unserer Homepage pvaustria.at/webinare aufgelistet. Dort finden Sie alles Interessante. Und falls Sie irgendwelche Themen oder Wünsche haben für zukünftige Webinare, können Sie uns auch gern schreiben und uns dies mitteilen. Entweder mit einem Vorschlag für den Vortragenden oder ohne. Und auch noch eine kurze Information oder ein Aviso für unseren PV- und Speichertagung, der am 2. bis 3. Dezember 2020 ist, im Allianzstadion, aber auch mit Online-Stream. Dazu können Sie sich heute schon anmelden. Damit sage ich Danke an alle unsere Zuschauer und an dich, Thomas, für den Vortrag. Es war wirklich sehr Gerne. interessant und ich hoffe, es hat auch dir gefallen. Ja, einwandfrei. Auch von meiner Seite wünsche ich allen einen schönen Tag und ja, viel Erfolg in der Photovoltaik. Genau. Von mir auch noch einen schönen Tag und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Seminar. Danke.